Und zum ersten Mal sehen wir die Baustelle auch noch in Betrieb, obwohl es schon fast dunkel ist. Oha, ich dachte gerade, der Bagger kippt um. So, ich muss mich gerade mal noch ein bisschen ankleiden. Mütze auf, Schuhheizung an, Handschuhe an und dann bin ich auch richtig bereit hier. Ja, was haben wir heute? A350 hinter der Halle versteckt. A330 Tanker mit Licht an. Please do not leave your baggage unattended. Und mit Ansagen wird auch wieder nicht gespart. Wie das aussieht, schön. Vor lauter Abendstimmungsromantik verpassen wir hier eine Landung. Turkish Airlines, keep a kind duster flug 9676 nach Istanbul. Jetzt von Gate 50 April. Okay, jetzt wieder zu Türkisch.
So if you have any questions, I can also answer them in English. Steht natürlich strategisch günstig für die 1-4 rechts, könnte auch daraus gehen, außer sie ist gleich zu schwer beladen. Da geht der nächste Container rein. Last call departure, Turkish Airlines 7713 to Istanbul. Exit D2.
Also, ich gucke jetzt mal aufs Heck. Was sehe ich da? Das ist der Sticker. Nee. Ich kann das hier am Kameradisplay, ich kann es nicht richtig erkennen. Aber irgendwas ist da dran, was da normalerweise nicht ist. Ja, Tanker ist weg. Türen sind zu. Zumindest alle, die ich sehen kann. Huch, im Hintergrund irgendwas auf der 14 rechts. War das eine Landung? Sonst hätte ich es gehört, ne? Einmal nicht aufgepasst und schon wird uns der Bluebird Cargo weggepusht. Kommt noch ein Privatjet, wo kommen die alle her? Aircraft Explainer sagt, ich warte immer noch auf eine Max-Order vom Spohr. Spohr ist der Lufthansa-Chef. Da gab es Gerüchte, dass Lufthansa sich eventuell auch für die 737 Max entscheidet. A321 Neo, wenn ich mich nicht täusche.
Genau, und Jumbo-Enteisung heißt natürlich auch, dass wir den dann gleich fliegen sehen. Und jetzt kommt die 757.
die Eurowings kommt ja hier rüber. Ich muss jetzt die Ausweichstrecke nehmen, um den Jumbo zu überholen. Okay, jetzt haben wir halb. Ich drück Stopp. Jetzt wird gerade die ASL gepusht. Ne? Oh nee. Komm hier, das zeige ich euch gerade noch. Ein paar sind schon gegangen. Tut mir leid. Ja, hier. Ich guck mal gerade noch, wo die hingeht. Jetzt geht's aber los. Nein, nein, die ist nicht am Radar, die hat kein Beacon an und die parkt hier noch. Die wird einfach nur auf einen anderen Parkplatz geschleppt. So, das war's. Das war's jetzt aber endgültig. Jetzt drücke ich ganz schnell den Beenden-Knopf, bevor noch irgendwas passiert. Verabschiedet habe ich mich ja eben schon. Also nochmal, danke euch allen und wir machen Feierabend. Bis demnächst. Tschüss.